Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Watch Dogs Legion. Ich setz mich dann gleich in das autonome Fahrzeug da vorne und würde sagen, dann geht's erstmal los zur nächsten Mission. Wir haben beim letzten Mal das SIRS-Kapitel abgeschlossen, das heißt, jetzt geht's weiter mit Clan Kelly. Das war ja die andere Option, die wir, bevor wir das SIRS-Kapitel angefangen haben, noch hatten. Dafür drücke ich einfach mal auf M. Gehe dann auf die Missionen und habe hier Auktionscrasher Kelly-Mission. Die verfolge ich jetzt. Ich habe das Drohnennetzwerk überwacht. Mary Kelly hat endlich die Einladungen zu ihrer Sklavenauktion verschickt. Dadzek, Caitlin Lau hier. Das ist euer Spezialgebiet. Hackt eine dieser Drohnen und besorgt den Ort, an dem sie diese armen Schweine mit den Mikrochips verkauft. Machen wir dem ein Ende. Unser Spezialgebiet? Mensch, das gibt ja richtig Flashbacks auf Watch Dogs 1. Da gab es ja auch Menschenhandel. Beschaffe eine Einladung von einer Lieferdrohne. Also ist es egal von welcher Lieferdrohne? Sind in jeder Lieferdrohne drin oder was? Lieferdrohne. Beschaffe ich mir das Ding jetzt? Ah, Augenblick, da war gerade was auf der Map. Okay, ich muss halt wirklich durch die Map fahren und dann eine Lieferdrohne abfangen, wenn sie irgendwo rumfliegt. Das kriege ich hin. Da ist eine Lieferdrohne. Perfekt. Okay. Dann gehe ich da einfach mal auf Fracht abwerfen. Fracht wird fallen gelassen und wir gucken einfach mal, was hier drin ist. 42 ETO. Sehr gut. Tja, das war einfach, sogar für dich. Gib mir einen Moment, um die Sicherheitscodes zu entschlüsseln. Jo. Und Bagley, was hast du? Mary Kelly verkauft ihre Ware in Hackney Baths. Ja. Diesen Ort gibt es seit 1904. Früher war es ein öffentliches Badehaus. Heute, in der ach so aufgeklärten Moderne, ist es ein Sklavenmarkt. Sie sprach von Auslandsinvestoren, ein großes Geschäft. Das bedeutet Partner, Klienten, Beschäftigte. Alle, die irgendwie Teil ihrer Organisation sind. Wir erledigen Mary Kelly von innen heraus. Inspektor Lau will ihren Fall gegen Mary Kelly einem Kontakt beim Generalstaatsanwalt geben. Wir müssen möglichst viele Daten beschaffen, damit sie genug für die strafrechtliche Verfolgung haben. Die Mikrochips sind ein großer Teil der Gleichung, von der wir nahezu nichts verstehen. Wir brauchen etwas Handfestes in der Sache. Sieh nach, ob du etwas finden kannst. Pläne, Belege, Proben. Also der Plan ist einfach. Die Soiree der Kellys stören, möglichst viel herausfinden und ganz nebenbei nicht dabei draufgehen. Easy. Bei den Baths kann man nicht vorsichtig genug sein, Team. Mary kann all ihre Gefangenen mit einem Knopfdruck töten. Wenn wir versuchen, sie jetzt zu befreien, sind sie so gut wie tot. Sie weiß noch nicht, dass wir ihr auf der Spur sind. Das ist unser Vorteil. Diese Autumn Collection gefällt mir. Mal gucken, ob wir uns davon was einsammeln können. Na, leider gibt es ja keine Masken zu kaufen. Naja, und Bernard ist vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner für diese Autumn Collection. Aber wir gehen jetzt rüber zur Sklavenauktion. Wen können wir denn dann wieder unbemerkt reinschicken, wenn nicht Cheekrock, unsere lebendige Statue, die überhaupt nicht auffällig ist. Ich gehe trotzdem mit Bernard rein, weil Bernard ist unser Spion. Und mit Clan Kelly sollte man sich auf jeden Fall nicht leichtfertig anlegen. Cheekrock kann für mich gerne Kundschaften, den Unauffälligen machen, aber ich würde ihn ungerne in so eine gefährliche Situation jetzt nochmal reinschicken. Was? Meine Fresse! Dann gehen wir einfach mal die Straße runter. Wir haben wieder irgendwelche Leute Stress auf den Straßen, jetzt. So kennt man's ja. Platz nicht einfach rein. Hack den CTOS-Hub des Gebäudes und schau, was dich drinnen erwartet. Gute Idee. Den CTOS-Hub, ach, der ist da unten. Überwachungskamera Nummer 5. Die brauche ich. Ich bin im System. Besorg alle Namen, Orte, Daten, was auch immer du da findest. Wir müssen diesen Fall lösen und diese Menschen befreien. Okidoki, mal sehen, was ich finde. Nein, noch ist niemand hier. Das hat ja auch was Gutes. Der Champagner ist fast alle und du weißt, wie gern die reichen Gratis-Fußel saufen. Hab mir das abgewöhnt. Okay. Ja, das Produkt ist verkaufsbereit, keine Sorge. Nein, sie kommt nicht. Zumindest nicht für diese Leute. Das passt mir. Sie ist der Boss und so, aber ganz genau. Immer stressig, wenn sie da ist, weißt du? Und immer blutig. Bis später. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber das ist ja mal der absolute Boss. Okay, gucken wir mal, was ist noch so. Da unten ist eine Kamera. Wie schön. Guten Tag. Hey, der hat hier Albert-Einstein-Frisur. Na los, schaut in die Kamera. Gerade. Ja, so ist's gut. Aufstehen. Und ganz langsam umdrehen. Ich will das nicht tun. Bitte. Mann, ist das erbärmlich. Diesen Waschlappen wird doch keiner kaufen. Die Käufer erwarten echte Qualitätsware. Also gut, bring ihn nach unten.
Wir aktualisieren den Katalog und die Online-Infos. Nein, nein, tut mir leid, ich mache, was ihr sagt. Bringt mich nicht dahin! Halt bloß deine... Die Kamera ist umgefallen. Verdammt. Was zur Hölle? Sehen wir uns das an. Die Chancen stehen gut, dass der Keller verschlossen ist. Die Chancen stehen aber auch gut, dass einer dieser Schwachköpfe seinen Zugangscode irgendwo rumliegen gelassen hat. Ja, da. Aber wie komme ich da hin? Ach, da. Die Kamera. Zugangsschlüssel besorgen. Yeah. Danke für den Kellerschlüssel, Schwachkopf. Fabelhaft. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Hier sind auf jeden Fall Leute. Untersuche den Keller. Weißt du was? Wo ist dieses miese Arschloch? Alles sauber hier. Einfach mal diese Leute in die Luft gesprengt. Jetzt haben wir hier noch Luke Battelle, der nach mir sucht. F anlocken. Ich locke ihn jetzt einfach dahin. Er denkt sich, was da los? Geh mal ran und der ist jetzt auch weg. Okay. Jetzt sind erstmal alle aus diesem Raum ausgeschaltet. Und die schalten wir auch noch aus. Bam. Wir tarnen natürlich noch die umgefallenen Leute, denen es übrigens super gut geht. Es ist nicht so, dass da steht, Bernard hätte sie getötet. Ja. Oh, da oben sind eine Menge. Aber die kommen irgendwie nicht runter. Perfekt. Dann kann es uns ja egal sein. Ach, die sind wahrscheinlich hinter so einer Tür und die Tür lässt sich nicht öffnen. Weil noch nicht der Punkt in der Mission gekommen ist, an dem die Verstärkung durch diese Tür reinkommt. Das finde ich ja gut. Dann kann ich hier gechillt einfach rein. Hast nicht mal eine schicke Date-Idee. Liebling, trinken wir ein Säckchen und kaufen uns vielleicht einen Dienstboten? Kranke Schweine. Bleib ruhig. Wenn wir etwas unternehmen, bevor die Mikrochips deaktiviert sind, kann Mary Kelly ihr Inventar räumen. Oh Gott. Die haben Menschen wirklich in Scheiben geschnitten. Golden Goose. Weil Gesundheit ihren Ambitionen nicht im Weg stehen sollte. Das ist im Keller von diesem Schuppen, das müsste ich mal vorstellen. Gottverdammte Scheiße. Dank medizintechnologischer Da haben wir es. The Golden Goose. Mary Kellys Online-Marktplatz für die kränkste Scheiße, die es gibt. Die Ein Schwarzmarkt für Menschen und Organhandel. Diese Leute müssen aufgehalten werden. Ich schlage vor, du wäschst dir danach gründlich die Hände. Oh, hier ist was Interessantes. Miss Kelly, wo bleibt unsere Sprengstofflieferung? Sie haben die Kürze bekommen. Jeden Penny, ja. Zugegeben, ich hätte sie beinahe für Trolle gehalten, die in Mamas Keller Scheiße reden. Und was denken Sie jetzt? Ich denke, sie haben viel Geld. Und meine Organisation könnte in etwas verwickelt sein, das sehr hässlich ist. Ich denke, sie bezahlen das Doppelte. Sie bleiben ihrem Ruf treu. Aber wir können ihnen wertvollere Dinge als Geld anbieten. Was wäre das? Macht. Wir können sie zur Königin von London machen. Königin, hä? Huh? Eine Königin ist souverän und autonom. Geben Sie die Lieferung frei. Und... Sie können London beherrschen. Tja, ich erkenne einen guten Deal, wenn ich ihn sehe. Feuerwerk ist unterwegs. Aber verbrennen Sie sich bloß nicht daran. Das gibt dir den Rest. Mary Kelly hat den Sprengstoff für die Bomben geliefert. Und dazu noch die Sklaven und der Organhandel. Sie ist erledigt. Das ist eine interessante Wende. Mary ist also nicht Zero Day. Aber sie hat damit zu tun. Ich muss zugeben, dass Zero Days Plan zum Spurenverwischen clever war. Und er hat funktioniert. Sogar ich hatte das nicht erwartet. Und ich erwarte einiges. Wir sollten unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Wir brauchen für Caitlins Fall alles über Golden Goose. Bagley, könntest du Daten sichern? Das ist eine einfache Marktseite. Ich habe Inventarlisten, aber nicht gerade viel, was Inspektor Laus Fall betrifft. Bags, finde die Website-Server. Dort kriegen wir die Infos, die Caitlin benötigt, und schalten dann die verfluchte Plattform ab, bevor sie wieder online gehen kann. Würde ich ja gern, aber die Server springen um den ganzen Globus. Wahrscheinlich ein Shuffle-Protokoll und eine Art Mixnet. Natürlich kriege ich das hin, aber es wird ein paar Tage dauern. Der Kerl oben, der alle begrüßt hat, scheint hier das Sagen zu haben. Das spart uns vielleicht etwas Zeit. Okay, wir werden einige Organe sehr gut und professionell vertrieben. Ist ja auch hübsch. Dann gehen wir mal wieder hoch.
und erwarten die Verstärkung, würde ich mal vermuten. Ja, da warten Leute. Oder ihr seid dran. Und der ist ausgeschaltet. Läuft oben gerade eine Schießerei? Na gut, schauen wir uns hier mal um. Ui, in diesem Badehaus war ich schon einmal drin. Da dachte ich mir, ui, wer hat denn das hier alles gemacht? Ich denke, ich mache einfach den hier. Was war das? Warte, was war das? Ich bin echt angetreten. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Okay, und hier ist dann jetzt wieder alles cool, oder? Oh oh. Halt! Ruhig! Hört das jemand? Hier ist eben. Okay, okay. Die Leute haben mitbekommen, dass ich hier bin, warum auch immer. Der Typ ist von seinem Thron runter. Die Person kann ich doch ausschalten, oder? Ja, das kriege ich hin. Okay, ich wurde entdeckt. Schade. Aber ich versuche es hier alles noch händisch zu veranlassen. Weil wenn jemand anfängt zu schießen, dann ist vorbei. Bam, den machen wir weg und jetzt bist Guter du dran. Richter. Ich habe die Koordinaten der Golden Goose Server und als Bonus noch die des Mikrochip-Kontrollrelais. Sie sind beide bei NeoGate. Fantastische nice. Arbeit, alter Knabe. Naja, und dann kann ich ja jetzt einfach wieder rausgehen, ne? Alles tamam. Wir machen einfach das Ding hier auf. Und noch bevor die Wache da die Treppe hochgekommen ist, gehen wir hier einfach raus und sind dann sozusagen entkommen. Deadsec, wir brauchen die Serverdaten. Sobald wir die haben, bringe ich sie zum Büro des Kronanwalts. Das ist das Ende von Mary Kelly. Wir dürfen weder die Server noch das Mikrochip-Relais ganz lassen. Wir müssen alle befreien, die so ein Ding implantiert haben. Also los. Nächster Halt, NeoGate. Anscheinend hat Mary die Golden Goose Server in einer Cyber-Security-Software-Firma versteckt. Ich kann ihre Taten nicht gutheißen, aber ihre Methoden sind nicht übel. Und dann gehen wir einfach mal rüber zu Agent Alan Paul. Der kundschaftet sowieso gerade für die Mission, die jetzt ansteht. Jemandem, der wen bei Bloom kennt. Er hat das Beta-B-Link OS vorinstalliert. Du bekommst es für 300, wenn du... Los jetzt. Ich wurde angerufen. Schließ deinen Deal ab. Es gibt Arbeit. Man muss sich fit halten, Bags. Man muss sich fit halten, Bags. Das ist jetzt bestimmt das dritte Mal, dass du das gesagt hast. Für dich. Hör auf Opfer loszugehen. Ey, warum blocken die alles, was ich mache? Dann machen wir halt mal mit Kontern. So. Ich bin der Meinung, Alan Paul braucht eine neue Maske, aber bis wir bei der Mission sind, finden wir wahrscheinlich wieder keinen Klamottenladen. Also müssen wir mit der doofen Maske rein. Okay, wir sind hier. NeoGate gibt es noch nicht lange, aber sie sind Marktführer im Bereich Virenschutz. Bestimmt haben die Kellys was mit ihrem Erfolg zu tun, aber egal. Wir werden das jetzt alles zerstören. Also, ich will das ja genauso wie ihr, aber wir müssen erst alle Beweise sammeln, bevor wir die Sache hochgehen lassen können. Genau danach haben wir doch die ganze Zeit gesucht. Ich schlage vor, das Kameranetzwerk zu hacken, um sich umzusehen. Ja, wenn diese Firma hier so von Clan Kelly bewacht wird, dann halte ich es gar nicht für so unwahrscheinlich, dass die was mit Clan Kelly zu tun haben. So. Und jetzt bleibt nur noch einer übrig. Den lenken wir ab und auch ausgeschaltet. Perfekt. Und dann hören wir uns einfach mal das Audio-Ding an. NeoGate Audiolog Nummer 147. Heute ist der 4. November 2023. Letzte Woche kam eine Lieferung. Soll die neueste technologische Entwicklung von Solarmodulen sein. Bemerkenswert ist die unfassbare Menge Energie, die sie erzeugen können. Ich weiß immer noch nicht so ganz, welchen Zweck sie erfüllen sollen, aber ich ahne etwas. Es kursieren Gerüchte über ein paar der Aktivitäten, die im Gebäude vor sich gehen, aber unsere Vorgesetzten wiegeln alle Fragen ab. Ich glaube nicht... Oh, Gespräch abgebrochen. Aber ich glaube auch nicht. Gibt's denn Eingang übers Dach? Weil wenn nicht, wofür konnte ich dann aufs Dach überhaupt drauf? Gucken wir mal, was hinter diesem Schacht ist. Na... Na, ich passe hier rein, das wusste ich doch. Also, ich hab's versucht. Okay. Vielleicht hier? Ah, hier geht's wieder raus, okay. Hier kommt man nicht rein, aber hier kommt man raus. Hui. Ja, die Nachrichtendrohne passt hier vielleicht nicht so ganz rein, aber man kann's ja mal versucht haben. Okay, ich muss tatsächlich unten rein. Ich habe aber keine Lust mehr. Oh, na gut, machen wir. Dann fahren wir nochmal runter. Wir schalten kurz aus. Oh, und Spider-Bots sind noch eine Etage weiter unten. Okay.
Und um da runter zu kommen, muss ich erstmal hier lang. Okay. Und da hoch. Und das ist auch über das Ding gesichert. Dann kann ich das mit den Spider-Bots ja wohl vergessen. Dann gehen wir stattdessen hier hoch. So, Kelly-Vollstrecker kurz ausschalten. So, es gibt ein paar Zeugen, aber das ist ja egal. Die verraten ja nichts. Das Ding hier entsperre ich jetzt, weil ich auch mal in den Keller möchte. Und dann hacken wir das Kameranetzwerk. Ich mag diesen Effekt immer noch nicht. Diese Feeds kommen aus einem Geschoss unter dem Serverraum. Jemand Lust auf etwas seichte Unterhaltung? Das enthält einen Chemie-Cocktail. Botulinum, Konotoxin, Succinylcholin. Ich spare mir die Einzelheiten, du würdest es ja eh nicht verstehen. Sagen wir mal, es hat viele Versuche gebraucht, bis der Mix gepasst hat. Es soll ja nicht zu schnell töten. Oder die Organe kontaminieren. Oh mein Gott, da implantieren sie die Mikrochips und testen sie. Bagley, speichere die Aufnahmen. Das geht alles in meine Untersuchungsakte. Und noch einer. Ich freue mich, dass Sie auf Sterilität achten. Man will ja keine Infektion riskieren. Einer noch. Mhm. Edna Turner. Erste Erkenntnisse sehen das mögliche Problem in der Mikroladung. Obwohl der Schaden am unteren Hirnstamm minimal ist, reicht sie aus, um in 34... Okay, ich glaube, das ist genug menschliches Leid für einen Tag. Bagley, schalt es ab. Für alle, die an dieser Operation beteiligt sind, ist in der Hölle ein Platz reserviert. Nice. Die ganzen Golden Goose-Daten und dieses Material. Dazu ihre Beteiligung an den Bombenanschlägen. Das muss doch ausreichen, um Mary aus dem Verkehr zu ziehen. Das hoffe ich. Aber jetzt sollten wir diese Scheiße hochjagen und die Mikrochips deaktivieren. Ja. Ey, sagt man nicht. Ja, wir geben uns in den Keller. Gut gemacht. So, und hier ist der Spider-Bot, den ich vorhin benutzen wollte. Ui. Das war das letzte Ei der Golden Goose. Und jetzt drehe ich ihr den Hals um. Hals umdrehen ist gemein. Wir interagieren erstmal mit dem Computer. Stell dir vor, jeder Computer hat jetzt so einen Dock für einen Spider-Bot. Dann muss noch die Schlüssel runter. Und gehen hier einfach mal rein. Hey, Geld! Geld, ja Mann! Wir haben den Hinterausgang gefunden. Oh, wie nervig. So. Schlechter Kamerawinkel, aber wir müssen uns halt dran gewöhnen. Dann geht's jetzt hier irgendwo lang. Nehmen wir die Kamera. Okay. So. Immer noch nicht? Okay, dann wieder in die Kamera rein, damit wir sehen können, dass hier eine Kamera ist. Und das geht hier immer noch weiter. Nicht angehen. So, jetzt aber. Entsperrt. Entsperren. Spannung wird erhöht. Ich glaube, ich sollte vielleicht raus. Ja, hier kommen Leute. Die Mikrochips funktionieren nicht mehr. Kellys goldene Gans ist im Backofen. Ha, der war gut. Verlasse besser den Bereich, bevor dir dasselbe passiert, okay? Nein, ich habe in die Luft geboxt. Jetzt bin ich sichtbar. Das muss so nicht enden. Okay, alles easy. Seht ihr den Idioten? Nein. Sucht schon. Augenblick, bevor ich hier weitergehe, mache ich mich noch unsichtbar, weil da sind Leute. Tut nicht so, als ob ihr mich gesehen hättet. Sie haben mich gesehen. Okay. Tut mir leid, Leute. Warum haben die mich gesehen? Warum haben die mich gesehen? Suche beginnen. Die sind doch verrückt. Hopp, hopp. Und ins Wasser. Bring dich in Sicherheit. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Hoch da, hoch da. So, und jetzt muss ich irgendwie noch einen Weg hier wegfinden. Was ist das denn hier? Wer hat denn diese Plattform hier gebaut? Das war der Geschütz, nagelt alle fest. Eine Granate! Okay. Na, während ich hier wegschwimme, kümmern die sich noch um ihre komische Drohne. Dann ist da noch so eine Antiterror-Drohne von Clan Kelly. Aber die weiß nicht, dass ich hier bin. Sehr gut. Ich bin schon außer Sicht. Ich muss nur noch irgendwie an Land kommen. Und die Antiterror-Drohne deaktivieren, bevor die mich findet. Antiterror-Drohne von Clan Kelly. Alles klar. So. Ich bin zwar noch gesucht, aber eigentlich schon in Sicherheit. Naja, ich muss warten, bis die aufhören, mich zu suchen. Wir haben genug, der Zeck. Ich gehe jetzt zu meiner Kontaktperson im Büro des Kronanwalts. Ich darf keine Zeit verlieren. Mary Kelly ist endlich erledigt. Danke. Ja, Mann. Enttäuschen Sie uns nicht, Caitlin. Und was jetzt? Was ist mit all den Leuten, denen die Kellys Chips implantiert haben? Wir müssen sie retten.
Mary Kelly wird jeden Moment realisieren, dass ihre persönlichen Sklaven keine mehr sind, sondern eher potenzielle Zeugen. Wir sollten sie fassen, bevor sie die Zeugen zu Leichen macht. Das darf nicht passieren. Das macht Caitlin zwar einen Strich durch die Rechnung, aber wir müssen auch den letzten Leuten helfen, die von ihr bedroht werden. Die Festung der Kellys ist bei der Sandstone Residence. Ich habe es auf der Karte markiert. Ja. Konfrontiere Mary Kelly. Das vielleicht nicht mit einem Attentäter? Die königliche Wache, Robert Penn. Der hat noch nie was gemacht. Eine königliche Wache ist doch auch ganz nett. Nicht rumlabern, dass das Land vor die Hunde geht. Tu was dagegen. Ich habe Kontakt mit einer Gruppe, die... Ah, Moment. Auf Rekrutierungstour, wie ich sehe. Für den Widerstand tue ich alles. Na, das wollen wir doch mal sehen. Du bist dran. Okay, ich bin dran. Da darf man nur als Clan Kelly rein. Ich könnte eigentlich... Das wäre doch meine Idee. Doch wechseln zu unserer Clan Kelly Vollstreckerin hier. Einfach mal einen Wechsel vornehmen, dann kommen wir da erstmal ein bisschen unbemerkter rein. Ja, erstmal Selfies machen mit dem Clan Kelly Outfit. Und die königliche Wache trägt jetzt auch sein königliches Outfit, alles klar. So, gehen wir jetzt zu Mary nach Hause. Mary wird vermutlich ohne Rücksicht auf Verluste aufräumen. Und sie kontrolliert noch die Mikrochips in ihrer Nähe. Wir müssen sie im Sicherheitssystem deaktivieren, wenn nicht alle sterben sollen. Ja, ja. Die ganze Operation ist hinüber. Und darum hat sie befohlen, dass alle nach unten sollen? Sie wird sie liquidieren. Habe ich recht? Keine Ahnung. Klingt für mich nicht richtig, aber ich bin lang genug dabei, um zu wissen, dass sie so falsch läuft. Hi. Und lang genug, um zu wissen, wann man besser die Klappe hält. Los, beginnen mit der Suche! Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen auffälliger gemacht hier. Mal, da laufen jetzt welche hoch. So, anlocken. Und... So, durch den Haupteingang komme ich erstmal nicht rein, weil ich den Schlüssel dafür nicht kriege. Dann versuchen wir es einfach mal hier unten. Hier ist nämlich direkt so ein Einlass. Das ist doch mal praktisch. Dann kann ich kurz, da ich ja noch nicht drin bin, meine Ausrüstung ändern zu so einer... Ah, ich habe eine Kampf-Spider-Bot als Ausrüstung. Okay, dann gehe ich kurz zur Technik. Sag Infiltrator-Spider-Bot. Kaufen. Kostet ja nichts. Jetzt haben alle diesen... Nee, nur sie hat den Infiltrator. Okay, sehr gut. Also werfe ich das Ding jetzt. Und wir haben uns einen Eingang verschafft. Und bevor ich reingehe, natürlich nochmal Ausrüstung wechseln, damit ich unsichtbar sein kann. Leute, ich hab gehört, hier gab's einen Eindringling. Ich bin die Verstärkung, ich komme, um euch zu schützen. Aber hier sind überall Fallen scharf. Um durch die Tür durchzugehen, wird man gesappt. Ah, die nächste ist in eine Falle gelaufen. So gefällt mir das. Oh nee, der Schlüssel war hier in so einem Innenhof. Alles klar. Ich lass meine Schlüssel auch immer in einem Innenhof liegen. Aber stell dir vor, du hast so einen Innenhof. Roski, was laberst du eigentlich? Aus dem Safe nehmen wir uns auch noch was mit. Und dann würde ich gerne noch diesen Audiolog mitnehmen, der da liegt. Sie sind sehr gehorsam, weißt du? Nicht so wie Menschen. Menschen sind faul, oder nicht? Sie tun nicht, was man von ihnen verlangt. Und wenn du ihnen den Rücken zudrehst, versuchen sie dich zu erdolchen. Verdammte Egoisten, was anderes sind sie nicht. Aber Hunde gehorchen einfach. Sie haben keine Hintergedanken und keine faulen Tricks im Sinn. Sie leben einfach nur für dich, loyal bis zum Ende. Einfacher geht's eigentlich nicht mehr. Aber von Menschen einfach nicht zu verlangen, von diesem ganzen nutzlosen Haufen, genießen nur Hunde mein volles Vertrauen. Ich mag ihre Rhetorik, wie sie immer so instant, nachdem sie etwas behauptet, sagt, oder nicht. Nicht wahr? Den Sicherheitsraum kennen wir ja schon vom ersten Mal, wo wir hier waren. Wir wussten halt nur noch nicht, dass man darüber hier reinkommt. Dann gucken wir hier mal wieder rein. Wofür hat man eigentlich so viele Bildschirme, wenn auf allen das gleiche ist? Kommt doch abschauen! Verdammter Mist! Los! Oh, dann kommt doch! Fassen, komm! Mary macht sie alle fertig. Sie ist so ein Boss. Okay. Na, wenigstens sind die Chips deaktiviert. Mary hat sich in ihrem Büro unten eingeschlossen. Aber der Hauptrechner kann den Aufzug wieder einschalten. Oh, und es sind Wachen unterwegs, also versuch nicht zu sterben. Es gibt nur noch eine Wache. Perfekt. Alle anderen sind in die Fallen gelaufen. Oder wurden von mir ausgeschaltet. Ich meine, schau dir diese Person da an. Das ist die letzte Wache. Ich meine, das war die letzte Wache. Du musst lang genug beim Hauptrechner bleiben, damit ich den Aufzug zu Marys Büro wieder in Gang setzen kann. Warum schießt ihr auf mich? Die blöden Chips sind kaputt. Ich bin im Büro. Rottet diese Schädlinge aus. Wo kommen denn jetzt überhaupt Wachen her? Von überall, von allen Seiten.
Schafft eure nutzlosen Ärsche her und tötet diese Kakerlaken! Ja, Mann! Ich muss kurz Waffe wechseln hier. Weitere Geschütze. Komm ran! Traust dich doch eh nicht. Wo sind denn alle? Kommt schon her! Ja, so viele gibt's nicht mehr. Ich find's schön, wie ich einfach Wallhacks habe. Ich find's aber schön, wie das Ding hier nicht mal so ein Tuch penetrieren kann. Da wollte gerade jemand von der Seite kommen. Aber ist in eine Falle gelauert. Dass sie auch so navigiert angreifen müssen. Warum hat Ubisoft denen so eine KI gegeben, dass sie koordiniert kämpfen und so? Finde ich gar nicht mal so nice. Erledigt. Die Aufzüge laufen und du kommst jetzt in Marys Büro. Achtung, was ist das? Und Inspektor Lau meldet sich. Sie ist nicht gerade glücklich, fürchte ich. Bezek, was zum Teufel tut ihr da? Wir hatten eine Abmachung. Wir machen's auf meine Art. Darum haben wir doch die Beweise gesammelt. Ich habe die nötigen Papiere. Verhindern ihre Papiere, dass sie ihre Sklaven umbringt? Die Frau ist irre, Lau. Wir haben keine Zeit, das noch einmal zu diskutieren. Geh rein und hindere sie daran, etwas Schreckliches zu tun. Ich bin unterwegs. Ja. Schlimm. Falls der Raum zu eng wird, wechsle ich vielleicht doch zu einer MP. Und dann gehen wir mal runter. Ich liebe sie. Na los! Ich brauche keine Mikrochips, um euch Arschlöcher in die Organe rauszureißen! Oh! Gar! Dezek, nicht wahr? Na, euer Timing ist gut. Die Polizei kommt dich holen. Oh, das nehme ich an, Schätzchen. Alle stehen bleiben. Zurück von ihr. Aha. Mary Lebt. Kelly. Sie sind verhaftet. Bitteschön, Inspektor. Ich vertraue auf die unendliche Gnade des Gerichts. Bleib zurück. Aber rechnen Sie lieber nicht zu lange mit mir. Ihr? Ich habe euch einen Sinn gegeben, als diese Stadt euch nicht mehr wollte. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Stopp! Ihr glaubt doch nicht, dass ihr euch Abschaum ihren heiligen Gral überlässt. Wen beschützt du? Das System oder die Leute? Versprich es. Versprich uns, dass sie nicht davonkommt. Was für eine Puppe. Los, ich kümmere mich darum. Tja, Inspektor Lau kam leider zu spät, konnte sie nicht rechtzeitig verhaften. Tja, Dezek, euer Wunsch hat sich erfüllt. Mary kann jetzt nicht mehr fliehen. Ich wollte das auf die korrekte Art machen, aber nach allem, was ich gesehen habe, konnte ich sie wohl nicht am Leben lassen. Sie hat es verdient, Lau. Und es ging nicht anders. Wegen all der Leben, die sie zerstört hat. Wegen Angel. Es war richtig so. Ich finde, das war ein passendes Ende für sie. Sie hat ihre Opfer unterschätzt und sie hatten das Recht, sich zu holen, was ihnen zustand. Worauf es ankommt, ist, dass sie erledigt ist. Endgültig. Ich weiß nicht. Das war eine Form von Gerechtigkeit, aber nicht meine. Zumindest habe ich das so gesehen, als wir angefangen haben. Auch wenn die Königin tot ist, werden viele ihrer Clan-Kelly-Untertanen ihre Arbeit fortführen wollen. Da hast du recht, Bagley. Ich sperre die Ohren auf und wenn ich von weiteren Clan-Kelly-Tricks höre, erfahrt ihr es als Erste. Ihr seid gute Partner, Dezek. Machen wir weiter so. Mhm. Es stimmt eigentlich. Stimmt eigentlich. Bei so furchtbaren Verbrechern wie Mary Kelly, da ist unser Justizsystem keine Bestrafung, sondern ein Ausweg, wenn es schief läuft. Ich meine, wäre sie verhaftet worden, dann käme sie vielleicht in den Knast. Hab von Hamish gehört, dass Nigel Cass plant, bei einer Pressekonferenz ein ganz fieses Projekt vorzustellen. Und warum sollte mir das gefallen? Albion plant doch immer irgendwas Fieses. Weil Hamish seinen Albion-Kontakt überzeugt hat, mit uns zu reden. Anscheinend war da einige Überzeugungsarbeit notwendig, weil Radu etwas exzentrisch ist und in letzter Zeit ist er wohl besonders nervös. Aber er hat Insider-Informationen, die wir brauchen können. Das Treffen ist beim Browning Post.
Ich könnte einen Drink vertragen, während wir überlegen, wie wir Nigel Cass eine verpassen. Gut, das ist dann die nächste Mission. Wie gesagt, Mary Kelly wäre in den Knast gekommen, vielleicht sogar lebenslänglich, aber... Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ist auf deiner Karte Maul, Bagley. Juckt mich nicht, dass du Rekruten hast. Ich weiß gar nicht, ob es in Großbritannien lebenslänglich gibt und das auch lebenslänglich ist. Aber im Knast wäre sie gut behandelt worden. Sie hätte Essen, sie hätte Schlaf, sie hätte chillen können. Wäre natürlich nichts gegen ein Leben als die Königin von London, aber... Du hast jetzt nicht wirklich diese Künstlerin getötet. Willst du mich eigentlich verarschen? Es soll aufhören! Oh, komm schon, das muss jetzt nicht sein. Na, ich würde sagen, das war's erstmal mit dieser Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Albion. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Bis dann und ciao!